unserem neuen Projekt, ja, hier auf der Erlengrad. Wir haben ja angefangen im 220er mit dem Projekt LU, aber das gilt hiermit jetzt für beendet. Ich habe mir einfach gedacht, der Hof war nicht schön. Das war einfach kein schönes, ja, Feeling. Mir hat es einfach nicht Spaß gemacht und deswegen haben wir jetzt hier ein neues Projekt und das macht mir jetzt halt, glaube ich, wirklich Spaß. Also, ja, ich bin jetzt guten Gewissens, dass das gut läuft und ja, ich denke, wir machen jetzt hier gleich mal einen kleinen Hofrundgang. Wir sind hier ein, ja, kleiner Hof mit paar Milchkühen. Noch haben wir keine drin, aber die kommen demnächst gleich wieder. Ja, weil jetzt quasi über den Winter sind die ganzen Viecher verkauft worden, weil der eigentlich im Bach runterging, der Hof. Aber ich will ihn jetzt wieder ein wenig hochpeppen und will schauen, dass der wieder läuft. Ja, wir fangen jetzt hier gleich mal an, damit würde ich sagen. Wir haben hier zum einen Porsche Diesel, ein Junior mit einem kleinen Fass drin, da der mal halt immer Wasser zu die Viecher rein. Demnächst, wenn wir dann irgendwann welche haben, ne? Dann haben wir hier unser Haus, ne? Das ist eigentlich auch recht groß, so ist nett, aber ja, gerade wohne halt nur ich mit meiner Familie drin. Kuhstall ist auch recht neu eigentlich von Hörmann. Wir können ja mal ganz kurz reinschauen. Hier einfach ist eine Tür, oder? Na, hier ist nirgends so eine Tür. Wieso ist denn hier auf der Seite keine Tür? Wir schauen da von hinten rein. Ja, hier ein paar kleine Kälberboxen. Da kommen wir dann später dazu. Wir, denke ich, schauen jetzt erst schon mal schnell in den Kuhstall rein, weil der ist auch eigentlich recht schön, muss man sagen. Also der ist echt neu und schön und Hörmann ist insgesamt bauen. Hörmann baut einfach so schöne Ställe. Da kann ich nichts dagegen sagen. Genau, wir sind jetzt eben hier im Großkuhstall. Also ja, so groß ist er nicht, ne? Wir haben hier Wasserbecken quasi wirklich. Dann hier ein Melkroboter von Laylee, ein Astronaut. Der taugt echt. Also ja, ich habe ihn jetzt selber noch nie probiert, aber ich habe natürlich schon Videos dazu angeschaut. Und der taugt echt was, der Astronaut. Ja, habe ich auch schon die ein oder andere Erfahrung mitgemacht. Ja, Liegeboxen haben wir ein paar. Hier draußen sind auch noch mal ein paar. Die haben nämlich auch eine kleine Weide. Finde ich eigentlich schon mal ganz gut, wenn die Viecher dann eine Weide haben, ne? Auch wenn sie nicht groß ist, aber Hauptsache wenn. Eben der Laylee. Und ja, eben ein paar Liegeboxen. So ist eigentlich der Stall. Wir haben jetzt auch kein wirkliches Fressgitter, sondern haben eher einfach nur, ja, Stangen. Ist kein Fressgitter drin. Weiß nicht, ob das besser ist, aber ja, ich werde es auf jeden Fall mal mit den Stangen ausprobieren. Dann sehen wir weiter, ne? Haben wir hier zu. Hier können wir auch nochmal ganz kurz reinschauen. Hier haben wir dann unseren, ja, unseren Kessel, Milchkessel. Au, ja, das ist jetzt ein Laylee Nautilus. Nautilus. Ja, ich kenne mich da ja nicht genau aus mit den Begriffen, aber ja, auf jeden Fall von Laylee und der Stall ist von Hörmann. Dann haben wir hier unsere Fahrsilo-Anlagen. Das sind jetzt quasi gerade zwei Stück. Weiß nicht, ob da irgendwann mal mehr dazu kommen oder so. Mal schauen, ne? Dann hier unsere, ja, eigentlich große Maschinenhalle sozusagen. Da steht draußen hier jetzt einmal der, ja, der Striegel. Wiesenstriegel ist das jetzt, den wir für die Wiesen benutzen. Und unsere zwei Hänger. Das ist einmal ein Brandner Powerflex Plus. Und einmal ein alter Belger, kleiner, aber feiner Hänger. Und der große, der ist jetzt auch recht neu eigentlich. Also der, ja, taugt. Dann schauen wir hier mal rein. Da steht jetzt eigentlich auch noch nicht ganz so viel drin. Da haben wir einmal ein Schiebeschild, also ein Schneeschiebeschild von Summers. Eine Sägekombi von Amazone. Eine Scheibenegge von Horsch, 4 Meter. Also die Sägemaschine hat 3 Meter, das Schild hat auch 3 Meter. Dann hier einen Mulcher von was ist denn der? Können wir mal ganz kurz schauen. TMC, ja, auch 3 Meter. Dann hier ein Horsch Terrano 3FX, auch 3 Meter. Und hier schon der erste Bulldog. Das ist ein John Deere Premium 6930er mit vorne einer Fronthydraulik von Degenhardt drin. Ja, ist ein sehr schönes Gerät, muss man sagen. Können wir mal kurz anlassen. Der taugt auf jeden Fall. Mal wieder aus. Ja, auch fettes Edelstahlrohr drauf und so. Also der, ja, ist auf jeden Fall unser, ja, Mithauptschlepper eigentlich. Also der wird schon oft zum Einsatz kommen. Und dann haben wir hier hinten noch
einen Böckmann-Anhänger, der ist eigentlich auch immer ganz praktisch, wenn man jetzt irgendwas transportieren muss. Und einen kleinen Schäferlader, der ist sehr praktisch. Also den würde ich nicht mehr hergeben. Auch nicht für einen größeren, weil eigentlich so klein ist es halt einfach perfekt, ne? Gut, dann schauen wir hinten rum weiter. Dann ist nämlich noch unsere, ja, große Halle. Ja, unser. Eigentlich ist das auch ein Silo. Das sind eigentlich auch Siloanlagen, aber da steht jetzt gerade irgendwie alles voll. Muss man mal schauen, aber ich denke, wir haben ja hier da hinten eh noch die zwei und so. Ja, hier für Frottlader-Anbaugeräte und ja, jetzt geht's eben hier los. Unser Futtergespann, also unser Mischwagen von Shootemaker, und davor hängt der kleine alte Deutz. Ja, der hängt eigentlich jetzt nur noch vor dem Futtermischwagen, der macht eigentlich nichts anders. Fendt 712er Favorit. Auch einer der Hauptschlepper, also der Johnny und der sind quasi die Hauptschlepper hier. Ja, eigentlich auch recht schön. Recht schöner Bulldog. Maycombi von Kuhn. Das ist quasi einmal ein Heckmähwerk. Wie viel Meter hat es? 4? Weiß nicht. Irgendwie 4, irgendwas. Und Frontmähwerk, denke ich, mit 3. Dann hier einmal ein Strigl von Einbeck. Und einen Schwader. Einen Sammers-Schwader. Ja, genau. Schwader. Ja, also eigentlich ein Mittelschwader quasi. Dann hier einen kleinen Motormäher von. Ich weiß gar nicht, AÜ, nee, wie heißt das? Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall ein Motormäher. Hier einmal die Presse, ja, eine New Holland Presse. Da dahinter steht dann nur der Quicke Frontlader für einen Fendt, für einen 712er. Das ist unser einziger Frontlader Bulldog. Ja, müssen wir mal schauen, ob da nur einer dazukommt oder wie das jetzt insgesamt ist. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir so durchs Jahr kommen. Ja, dann hier ein Faro, Pöttinger Faro Ladewagen. Auch recht schönes Gerät. Unser IHC, der ist arg dreht, der hat jetzt, glaube ich, um die 70 PS rum. Also, ja, ist auf jeden Fall auch eine Maschine, mit der man arbeiten kann. Da lässt sich gut arbeiten. Dann haben wir da hinten unseren kleinen Wender. Also, ja, was heißt klein? Ich meine, es ist trotzdem recht groß, aber ja. Hier Steinsammelmaschine. Warum haben wir eine eigene Steinsammelmaschine? Weil es hier einfach in der Gegend so steinig ist, da muss man eine haben. Weil ja, sonst, wenn ich die mal leihe, wird es auch nicht billiger. Und ich meine, so viel kostet die im Unterhalt jetzt auch nicht. Und von dem her habe ich mal gedacht, komm, kauf jetzt so ein Ding und dann hast du es. Hier hinten dann noch einmal der Glaskipper. Das ist unsere Mulde. Auch zum Häckseln und so benutzen wir die halt. Und unsere Brandner Miststreuer. Ja, das war's eigentlich größtenteils schon. Außer unten dann noch eine kleine Halle. Da steht das Güllefass und die Walze drin. Weiß nicht, ob wir da jetzt hinfahren. Ich denke fast nicht, weil jetzt eigentlich, ja, es ist dann Abend. Ich will jetzt dann irgendwie nur mähen. Müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Ob man da jetzt schon gleich die Kombi mal zusammenhängen und loslegen oder nicht. Aber ich denke, wir fangen erst morgen an und mähen jetzt hier den Hof nur weg. Ich würde sagen, wir machen einen Zeitraffer mit dem kleinen Balkenmäher hier eben. Einfach mal den ganzen Hof umwängen. Ich denke, das ist dann ganz gut. Und dann schauen wir mal, wie wir es einsammeln und ja, beziehungsweise wo wir es vor allem drauf sammeln. Bis gleich.
So, jetzt sind wir eigentlich einmal komplett um den Hof rum. Ich denke, das müsste jetzt so passen. Und jetzt halt wird das ja grobe Gras, was jetzt halt drauf liegt, weil der jetzt doch schon recht lang war, der Bestand, wegsammelt mit dem Weidemann, sage ich schon, mit dem Schäfer. Einmal einfach oben drüber kratzen, dass das Grobe weg ist. Und dann schaut es wieder ordentlich aus hier, der Hof. Wo tun wir das hin? Ich würde fast sagen, wir dann das auf dem Welker drauf. Den schiebe ich jetzt halt einen Ticken rückwärts, dass ich da mit dem Bulldog rein kann. Häng den an und dann ja, kommt da das ganze Zeug drauf und dann haben wir das auch. Ja, müssen wir mal schauen, welchen Bulldog wir da nehmen. Ich denke, fast vielleicht sogar eine HAC. Der ja nichts machen, ne? Schmeißen wir erst einmal einen Schäfer an, würde ich sagen. Und ja, legen wir mal los. So, wir haben ja vorne die Gabel schon drin. Die, die Greifzangengabel quasi. Vorne vielleicht aufmachen. Genau, einmal vorne auf. Vorwärts fahren. Und dann einmal hier schön reinstechen. Dass wir da dann schon mal eine Gabel voll haben. So, genau. Einfach hier mal das, ja, Grobe quasi aufkratzen, sammeln. Ja, wie man es halt nennen will. Und schaut eigentlich recht gut aus. Und ja. So, hier noch Wängen. Ja, ich weiß nicht, ich denke, müsste so eigentlich theoretisch schon passen. Dann nochmal rückwärts, kratzen wir hier nochmal das Ding auf hier. Machen wir vorne die Zange zu. Genau, und ja, machen wir Motor nochmal aus. Steigen aus und ja, dann würde ich sagen, hole ich mal den Hänger. Machen wir das wieder in der Zeitraffer? Ja, der ich fast zu sagen. Ich muss jetzt eh nochmal Tastenbelegungen machen, weil ich die noch nicht ja, belegt habe. Und dann sehen wir uns danach wieder. Fertig eingesammelt ist es und ja, jetzt sind wir fertig. Es schaut alles wieder ordentlich aus und morgen geht's eben an den Schnitt, habe ich ja schon erzählt. Wir können hier ganz kurz noch aufs Wetter schauen morgen schön. Ja, einfach überall eigentlich schön die ganze Zeit und von dem her würde ich sagen, werden wir morgen einen Schnitt machen
Und dann auf den Nachmittag hin ein wenig dreschen, weil wir haben noch recht viel zum Dreschen hier. Also wir haben die 18, müssen wir dreschen. Wir haben die 12, muss gedroschen werden. Wir haben die 7, muss gedroschen werden. Und ja, das ist halt dann doch noch eine ganze Menge. Die 21 hier unten, weiß ich gar nicht, was ist das? Mais ist das. Das müssen wir natürlich nicht dreschen. Und das da oben sind Sonnenblumen, die müssen wir auch nicht dreschen. Und ja, schnitttechnisch würde ich sagen, mähen wir die Fläche, die Fläche, die Fläche und die Fläche. Da davon wird auch ein bisschen was Heu. Müssen wir mal schauen, wie viel. Aber ja, das sehen wir dann, denke ich, in der nächsten Folge. Ich weiß auch nicht, dass das jetzt vorerst auch erst einmal noch drin, das ganze Gras, das jetzt da drin ist. Aber ja, das denke ich, werde ich demnächst bald mal auslernen. Aber vorerst eben noch nicht. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gern ein Like und ein Abo da. Würde mich auch über einen netten Kommentar freuen. Und ja, ich freue mich, hier auf dem Projekt weiterzuspielen, wenn es dann bald die Kühe kommen, wenn es dann die Hühner kommen, wenn es jetzt dann ja einfach mehr ins Spiel, mehr ins ja, Dings reingeht, wenn wir mehr Story drin haben, wenn wir dann eingespielt sind. Da freue ich mich auf jeden Fall richtig gut und. Ja, mir gefällt jetzt ja der Hof auch so gut, dass ich da auf jeden Fall länger spielen werde. Also, bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge geht es unter anderem so weiter.